Okay, das läuft folgendermaßen ab. Ich werde die Sprühflaschen, die sie mir zur Verfügung gestellt haben, die werde ich testen. Zum Beispiel, wenn sie definitiv anwesend bleiben würden, damit wir das direkt besprechen könnten. Denn ich bin kein Freund davon, das da nochmal mit schriftlich Ihnen mitteilen zu müssen. Also ich werde mir jede einzelne Flasche einmal ansehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Flaschen. Begutachte die kurz und dann gebe ich Ihnen auch direkt ein Feedback. Es wäre schön, wenn Sie sich das mitschreiben würden. Ich mache auch noch mal ein paar Notizen, die ich dann auf den Flaschen drauf gebe. Und dann haben Sie eine Woche Zeit, die Fehler, wenn ich sie dann entdecke, zu beheben. Okay? Okay. Mag an diese Flasche noch nicht. Ich sage Ihnen auch warum. Also, der Aufsatz hier, der lässt sich nicht ganz bis zum Anschlag zurückdrehen. Das ist etwas, was nicht akzeptabel ist. Also hier haben wir einen Freiraum, der muss komplett verschlossen sein. Also selbst wenn man ein Sieb zu ist und man nicht mehr sprühen kann, ist es einfach vorgegeben, dass wir hier den Abstand minimieren. Ne? Das heißt, er muss bis zum Anschlag einfach drücken. Dann haben wir dasselbe Problem am Verschluss. Also das Aufdrehen ist okay. Wir haben ja 2 bis 3 Noppen, die absolut ausreichen für dieses Produkt. Aber auch hier sieht man, dass sich die Flasche nicht komplett schließen lässt. Sehen Sie das? Ja. Also die Kappe muss definitiv bis zu dieser Vorstufe drehbar sein. Also bis es zu ist. Okay, zweiter Fehler. Zur Kindersicherung muss ich sagen, Sie müssen darauf achten, dass Sie diese Schweißnaht hier an der Seite, die muss definitiv geglättet werden, also selbst wenn sie nicht komplett scharfkantig ist. Es ist wichtig, dass Sie das hier nochmal mit der Poliermaschine oder ähnliches, Sie das hier nochmal drüber gehen und man diese Naht hier nicht zu sehen bekommt. Und dasselbe hier auf der Seite auch. Okay?
Ansonsten würde ich sagen, wenn Sie diese Fehler beheben, dann kann man die Flasche auf den Markt bringen. Ich mache nochmal kurz Notizen dazu, okay? Diese Flasche kann auf jeden Fall nicht auf den Markt, denn also das haben Sie wahrscheinlich gerade in meinem Test bemerkt, dass die Flasche einfach nicht sprüht. Also es ist egal, in welcher Position ich sie bewege, das, ich habe auch bemerkt, dass wir hier definitiv vier Verkalkungen schon haben. Ich weiß nicht, was für ein Wasser Sie nutzen, aber das dürfte auch bei verkalktem Wasser dürfte das einfach nicht passieren. Also wir sehen hier ganz deutlich die Spuren, das geht nicht. Wir sehen es hier. Sehen Sie das? Das geht nicht. So. Positiv ist definitiv die Verarbeitung der Flasche. Also man sieht hier keine Schweißnähte, also das ist alles sauber. Das ist nicht scharfkantig an den Seiten. Positiv ist ebenfalls, dass sich das hier komplett schließen lässt. Und das ist bei dem vorne ja auch der Fall. Also das ist positiv, gut verarbeitet, aber sie funktioniert nicht und der Kalk muss definitiv behoben werden. Okay, also die ist raus. Ich werde mir noch ein paar Notizen dazu machen. So, komm, 4, 6, 7, 4, 16.
Problem bei der Flasche ist, also sie haben wahrscheinlich schon den Kleber abgenommen, das sind wahrscheinlich, okay. Die Sprühkraft bzw. die Sprühintensität ist zu stark. Also es kommt kein Sprühnebel, wie man es erwarten würde, sondern es ist einfach zu, haben Sie es gesehen, ja, okay. Also der Strahl, der geht einfach zu stark ab. Das muss man definitiv beheben. Auch hier müssen Sie schauen, dass Sie den Abstand zwischen der Kappe und dem Teil unten verringern. Also das darf definitiv nicht, da darf einfach keine Lücke sein. Verstehen Sie? Dieser Teil, der muss geschlossen sein. Entweder holen Sie sich eine größere Kappe, die dann hier auch noch den Boden mit verschließt, oder Sie verfeinern das nochmal im Ganzen. Ansonsten könnte die Flasche so auf den Markt, denn dieses Siegel hier vorne, Sie sehen, das muss abgetragen werden. Also wenn wir jetzt die Prüfer sind, dann darf dieses Siegel nicht mehr mit drauf sein. Ansonsten ist das okay. Die kann definitiv dann. Also wir haben die Zipfzähne. Kannst sehr. Okay. Gib den Siegel drauf. Okay. Hier kein Wasser reingetan. Ah, okay. Ja, dann mache ich das hier nicht. Das eben von der Flasche hier rein, okay? Bei dieser Sprühflasche ist, also was positiv ist, ist, dass der Deckel sich gut verschließen lässt. Also selbst wenn der Kopf defekt wäre, würde der Deckel stabil genug sein, um ein Austauschen zu verhindern. Das ist positiv. Die Schweißnähte an der Seite sind gut verarbeitet, nicht scharfkantig und dementsprechend dann auch für Kinder geeignet. Der Sprühnebel ist nicht akzeptabel. Also man sieht definitiv, dass hier der Sprühkopf nicht sauber gearbeitet wurde. Ich zeige Ihnen das. Also man sieht, dass diese kleine Flasche sollte schon den Umfang versprühen, wie er groß ist und nicht durcheinander hier alles vernebeln. Das ist nicht Sinn der Sache. Ne? So, das müssen
müssen sie definitiv bearbeiten. Also der Sprühkopf ist dann nochmal sauber ist. Und auch hier der Abstand zwischen Kappe und Flaschenhals ist zu hoch. Also wenn Sie das mal sehen, die Verschließmechanismen, das sind noch nicht einmal zwei ganze, also das sind anderthalb, das ist zu wenig. Also man sollte schon zweimal zwei Umdrehungen drehen müssen, damit es fest ist. Und hier habe ich noch nicht mal eine. Und selbst wenn ich es zudrehe, sehen Sie, dieser Abstand ist zum Beispiel ein anderer als dieser Abstand. Also die Flasche lässt sich einfach nicht sauber schließen. Okay. Nicht weiter zu testen. Also hier ist also die Flasche ist völlig raus. Sie haben hier Materialien verarbeitet, die teilweise schon verboten sind. Also das kann man schon auf den ersten Blick sehen. Ich gehe jetzt nicht sehr detailliert darauf ein. Flaschenhalsverdeckung, Kindersicherung an der Seite, das lassen wir mal weg. Die sprüht nicht. Das heißt, der Mechanismus hier ist völlig ja, das hat ja einen Grund, warum es verboten wurde. Ne? Also dieser Mechanismus ist nicht mehr erlaubt. Würde ich Sie auch bitten, die Flasche dann komplett rauszunehmen und direkt an sich zu nehmen. Ich werde auch keine Notizen machen. Also das kann man nicht. Das geht nicht. Okay? Okay. Dann haben wir noch. Kann definitiv auf dem Markt. Es sind jetzt keine großartigen Verbesserungen notwendig, außer
wie bei den anderen Flaschen auch schon zu sehen, ist der Abstand einfach zu hoch. Also hier, wie gesagt, nehmen Sie ein größeres Produkt, damit das wirklich hier vorne abschließt, oder Sie verarbeiten das nochmal an dem Produkt selber. Ansonsten gute Verarbeitung, Schweißnähte sind okay, keine scharfkantigen. Dass Sie das nicht draufgeschrieben haben mit den Milliliteranzahlen, sondern reingestanzt haben, ist sehr positiv, so hält es natürlich länger. Das heißt, wenn diese Schrift verblassen sollte, hat man immer noch das als Hilfsmittel, das ist sehr positiv. Was Sie definitiv auch noch verbessern können, ist die Länge des Schlauches mittig. Das ist zu kurz. Das heißt, schauen Sie, da sollte sich die Milliliteranzahl unter 2 befinden. Da kriegt man ja den Inhalt nicht mehr heraus. Das ist ja nicht sehr ärgerlich. Ansonsten ein gutes Produkt. Verarbeitungswürdig ist definitiv, warten Sie, den Sprüh, die wir noch nicht getestet. Oh ja. Okay. Ein gutes Produkt. Das Einzige, was zu bemängeln ist, ist, dass Sie auch hier den Abstand nochmal einhalten, denn das ist definitiv zu viel, selbst wenn nichts auslaufen kann. Okay. Sprühnebel ist einwandfrei, Deckelfunktion ist einwandfrei, keine Verletzungsgefahr, eingestanztes Siegel, also positiv. Gut, mache ich noch eine Absturznotiz. So, tickt. Zimt. Zimt. Sie eine Woche Zeit, das zu beheben, die Mängel, die ich Ihnen gerade aufgelistet habe, dann würde ich Sie bitten, sich telefonisch bei uns zu melden, damit wir nochmal einen Termin vereinbaren können, um die Mängel nochmal zu prüfen, zu testen, und hoffen dann, dass dann alle Flaschen durchgehen. Ja, vielen Dank.